Hallo, Pocoyo. Hallo. Gefällt dir dein Buch? Was ist denn das? Hey, das ist ein Spielzeug mit einem großen orangenen Knopf. Oh, habt ihr das gesehen? Der Baum verschwindet. Oh. Jetzt ist er wieder da. Ja! Was für ein seltsames Spielzeug. Oh, oh. Pocoyo schaukelt auf der unsichtbaren Schaukel. Ein unsichtbares Auto? Also das ist wirklich überaus lustig. Nein, ist das ein Spaß? Oh! Hallo! Jetzt hat's gerumst! Das ist aber auch lustig! Elly zeigen! Eine klasse Idee, Pocoyo! Elly, Pocoyo muss dir etwas ganz Tolles zeigen! Oh, du bist zu sehr mit dem Picknick beschäftigt. Mhm. Pato zeigen! Pato, Pato, guck mal, guck! Pato, Pato! Pato, Pato, Freunde. Ist dir etwas eingefallen? Ach du meine Güte, meine Güte. Pocoyo, ich kann dich nicht mehr sehen. Du bist unsichtbar. Dieses Spielzeug kann sogar dich unsichtbar machen. Oh je. Also, Elly, das war doch nicht deine Puppe. Könnt ihr Elly sagen, wer ihr Brot gegessen hat? Pocoyo! Pocoyo hat es aufgegessen. Ach, sie glaubt uns nicht. Ist das etwa Pocoyo, der da Roller fährt? Könnt ihr vielleicht Pato sagen, wer da seine Gießkanne herumschweben lässt? Pocoyo! Pocoyo macht das! Pato denkt, das ist Ellys Schuld. Na, Pocoyo, hast du nicht schon genug Verwirrung gestiftet? Was hat er nun schon wieder vor? Aber Elly, du musst doch keine Angst haben, in Wirklichkeit. Kann einer einer von euch, Pocoyo, erklären, warum Elly und Pato sich nicht mehr fürchten? Sie sehen dich! Aber Elly, Pato, Pocoyo wollte doch nur mit seinem neuen Spielzeug einen kleinen Spaß machen. Und außerdem, er wollte es euch beiden vorhin zeigen, aber ihr hattet ja so viel zu tun. Was meinst du, Elly? Du hast eine Idee? Ein neues Spiel, sagst du? Was kann das sein? Oh nein, das ist wirklich merkwürdig und total komisch. Was für ein einfallsreiches neues Spiel und tolle Freunde, wenn man sie denn sehen kann. Macht's gut und bis bald. Hallo, Pocoyo. Hallo. Was machst du denn da, Pocoyo? Was ist das? Monster. Oh, 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 oh nein. Das ist eine ziemlich gruselige Zeichnung, Pocoyo. Ich habe mich wirklich sehr erschreckt. Was willst du mit dem Monster machen? Du willst jemanden erschrecken. Wen denn? Freunde. Ah, seht, hier ist Elly. Hallo, Elly. Elly, sieh nur, ein Monster. Ja, mit ein paar blauen Füßen. Das hast du gleich entdeckt. Glaubt einer von euch, dass sich Elly wirklich vor dem Monster fürchtet? Nein! Ganz richtig, sie tut nur so. Du musst dich nicht ärgern, Pocoyo. Dein Monster ist wirklich gruselig. Oh, geradezu schrecklich. Hilfe! Hilfe! Hilfe, Monster! Vielleicht solltest du doch mal nachsehen, Pato. Vielleicht ist da wirklich ein Monster. Hilfe! Hilfe, lauf weg, Pato! Rette dich! Wie es scheint, ist es auch nicht gerade leicht, Pato zu erschrecken. Blöder Karton! Na, Pocoyo! Oh, weia! Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Pocoyos Karton ist auf Schlummerpieps gelandet. Elly, Pato, das ist nicht Pocoyo. So glaubt mir doch. Kann vielleicht irgendjemand von euch hier helfen? Ist da im Karton Pocoyo? Nein! Pocoyo ist nicht im Karton. Oh, armes Schlummerpiepschen. Ich wette, du willst raus aus der Kiste. Ich bin mir sicher, deine Freunde würden dir sofort helfen. Aber sie halten dich für ein Monster. Was war das, Schlummerpieps? Wenn jemand dich für ein Monster hält, dann bist du auch ein Monster? Oh je! Was ist das für ein Klingeln? Es ist das Telefon. Hallo? Pato? Monster! Nanu. Ich glaube, Babypieps hat etwas vor. Ja, ja, Babypieps, das da im Karton ist Schlummerpieps. Na, endlich. Wenigstens du hast es verstanden. Pocoyo, Elly, Pato. Es gibt wirklich keinen Grund, sich zu fürchten. Das ist kein Monster. Könnt ihr alle den dreien sagen, wer da im Karton ist? Schlummerpieps! Schlummerpieps ist im Karton! Seht ihr, euer Monster war gar kein Monster. Die ganze Zeit war Schlummerpieps im Karton. Was wird das denn? Oh, ich sehe schon. Ihr habt euch alle Gruselmasken aufgesetzt. Was für ein Spaß! Toll, dass es Gruselmasken gibt. Noch toller, dass es Freunde gibt. Macht's gut, bis bald. Hallo, Pocoyo und Pato. Was habt ihr denn da? Ein Comicheft. Das sind ja ein paar ganz schrecklich gigantische Monster. Monster. Ich wette, die machen auch ganz fürchterlichen Krach. Könnt ihr fürchterlichen Monsterkrach machen? Kommt, wir wollen alle zusammen ganz schreckliche Monstergeräusche machen. Das ist ja fürchterlich. Hm? Was war denn das? Ein Spielzeugauto. Sowas. Geh lieber aus dem Weg, Pocoyo. Wo fährt es nur hin? Ich glaube, Pato interessiert sich mehr für Monster als für Autos. Auto! Schnell hinterher, Pocoyo! Erstaunlich! Eine Spielzeugstadt! Toll! Sieht aus, als wäre sie aus Bausteinen gemacht. Pato, das musst du sehen. Das wird dir gefallen. Ihr zwei seht wie Riesen aus. Was habt ihr euch ausgedacht? Verstehe. Pocoyo ist das Affenmonster und Pato das schreckliche Drachenmonster. Warte mal einen Moment, Pocoyo. Pato hat recht, Pocoyo. Er ist das Drachenmonster und du bist das Affenmonster. Ja, gut. Ja, sehr gut, Pocoyo. Was ist denn das? Ein paar kleine Wesen. Oh nein, er hat sie nicht gesehen. Pocoyo kann die kleinen Wesen nicht sehen, weil er gerade so viel Freude daran hat, ein ganz schreckliches Monster zu sein. Oh je, also ich denke, die beiden Monster Pocoyo und Pato machen ihnen schreckliche Angst. Na, Pato! Pato, warte! Oh nein! Pato, Pato, Schluss jetzt! Pato, Pocoyo, hört endlich damit auf! Das geht jetzt wirklich zu weit! Pato, Pocoyo! Oh je, sie machen solchen Krach, dass sie mich nicht hören können. Könnt ihr mit mir zusammen Halt rufen? Das ist unsere letzte Chance. Fertig! Halt! Hört auf mit dem Krach! Pocoyo, diese Häuser, die ihr umgeworfen habt, sind die Häuser von kleinen Wesen, die da drinnen wohnen. Ihr könnt sie nicht sehen, weil sie sich verstecken. Guckt doch mal in dieses Haus hinein. Habt ihr sie gesehen? Ich befürchte, ihr habt ihnen einen Riesenschrecken eingejagt. Freunde! Sie haben immer noch Angst vor dir, Pocoyo. Ihr zwei habt mit eurem Monsterspiel die ganze Stadt kaputt gemacht. Ihr müsst das wieder in Ordnung bringen. Was haltet ihr alle davon? Sollen Pato und Pocoyo die Stadt wieder aufbauen? Ja! Sie sollen die Stadt wieder aufbauen. Ja, das ist eine gute Idee. Das sollen sie. Ach, das ist doch viel besser. Kommt zurück, kleine Wesen. Keiner muss Angst haben. So gut wie neu. Nur, wo ist Pato? Ah, du hast ihnen auch noch einen Spielplatz gebaut. Wie nett von dir. Pato, du bist selbst der Spielplatz. Na, das ist ja originell. Prima, Pato und Pocoyo. Gut, wenn man rücksichtsvoll ist. Macht's gut, alle miteinander. Bis bald.